Blub, 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 Algen. Okay, hier sind wir erstmal soweit voll. So, jetzt, oh, mein Nacken bringt mich um, sag ich euch. Mein Nacken bringt mich um. Nee, verknack's nicht. Ich habe mich heute Nacht, glaube ich, einfach verlegen. Ich weiß nicht. Bin heute Morgen aufgestanden und hatte einen Steifen. Und so. Genau, also eigentlich wahrscheinlich einfach nur verlegen. War beim Autofahren heute ganz geil. Immer schön beim Schulterblick. Erstmal so. Ah! Schön, erstmal. Aua, aber ja. Ja, genau, der Morgennacken. Sehr gut. Ja, und ja, keine Ahnung. Also, ich denke mal, morgen ist wieder weg, aber heute ist echt grausam. Grausamer Tag. Ja, genau, ja. Also, die Morgenlatte hat sich quasi durch den Körper hoch in den Nacken gezogen und hält halt leider auch den ganzen Tag an. Jede Frau wäre angetan, aber für mich nicht ganz so geil. Ja, also so langsam kommen wir in Gefilde, wo ich sage, das mag ich, aber irgendwie ist aubergine-technisch immer noch zu wenig. Das heißt, ich denke, ich werde noch mal zweimal Dünger machen und dann bauen wir noch zwei Nahrungszüchter mit Auberginen drin. Also das brauchen wir einfach gerade. Ist doof, aber es ist halt so. Wasser brauchen wir ein bisschen. Und Superlegierung auch. So, und weil wir ihn ja haben, geben wir ihm jetzt hier mal ein bisschen was zu tun. Ja, also der Autobauer, ich habe da schon Fantasien. Ne? Da bin ich zwar noch nicht, weil das Ding ist auch echt scheiße teuer mit einem Superlegierungsstab und zweimal Osmium. Also gerade der Superlegierungsstab ist ja wirklich ziemlich deftig. Aber ich finde ihn nichtsdestotrotz enorm hilfreich. Ja, Lucky, den Scherz konntest du dir jetzt nicht verkneifen, ne?
Großartig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich bin ehrlich, ich habe ihn auch nur verstanden, weil du mich vorhin aufgeklärt hast. Da war ich ja selber vorhin auch ein bisschen langsam. So, ich glaube, ich werde jetzt noch ein oder zwei Algengeneratoren bauen. Einfach, weil wir Algen immer mehr brauchen. Wir brauchen immer mehr normalen Dünger. Vor allem jetzt für die ganzen Inkubatoren und den ganzen anderen Bums, den wir jetzt gerade bauen. Biomasse wird jetzt gerade richtig wichtig und dafür brauchen wir eben halt die ganzen biologischen Ressourcen. Genau, deswegen T2-Generator in jedem Fall jetzt nochmal ein oder zwei Stück Algengeneratoren. Und ich überlege eigentlich auch, ob ich noch einen Baumsamenstreuer baue. Weil so langsam, wie gesagt, kommen wir in Gefilde, düngertechnisch, die ich mag, ist noch nicht die Welt, aber so langsam geht es in die Richtung, wo ich sage, Mensch, das passt. Ich glaube, für den Algengenerator brauchen wir nochmal zweimal Dünger, ja. Und dann für den Kunststoff brauchen wir Silizium zweimal. Zweimal Silizium, viermal Pilze. Nee, den Scherz, den hat er tatsächlich auf den Autobauer gebaut. Ich, wie gesagt, ich musste auch echt ein bisschen überlegen. Aber ja, eigentlich war er gar nicht so schlecht. Eigentlich war er gar nicht so schlecht. So, nochmal zweimal Bio-Kunststoffklumpen. Ach nee, wir brauchen vier davon. Ha! Okay. Na, das kriegen wir auch hin. Ja. Aber Lucky kann auch einstecken. Das ist ja, glaube ich, dann wiederum das Wichtige in der ganzen Situation. Ne? Also, wer austeilt, der muss einstecken können. Und da muss ich sagen, habe ich bisher eigentlich nie mitbekommen, dass es anders wäre. Oh. So, Algengenerator, zweimal Dünger, Wasserflaschen. Das heißt, wir brauchen zweimal Schwefel. Schwefel müssen wir gleich wiederholen gehen. Jo, weißt du Bescheid, ja, Lucky, gibt dann nur noch Kobalt zu essen, wenn du welche findest. So, dann noch zweimal Magnesium und viermal Superlegierung. 1, 2, 3, 4 und Magnesium finden wir hier. Zack. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Die kleinen Neckigkeiten, ne? So, dann, um jetzt nicht zu weit zu laufen oder zu schwimmen, besser gesagt, packen wir den nächsten Eigengenerator hier hin. Und dann bauen wir den hier so hin. Zack.
Okay, eigentechnisch denke ich, sollten wir damit jetzt erstmal ausgesorgt haben. Hoffe ich. So, dann holen wir jetzt erstmal Schwefel schnell. Weil wir es brauchen. Also, um nochmal auf den Autobauer zurückzukommen, ich habe da schon echt richtige Ideen, ne? In Form von Produktionsketten und so. Ich glaube aber, dass der Autobauer vor allem mit dem Extraktor T3 dann überhaupt erst richtig, richtig sinnvoll wird, weil du über den T3 ja dann quasi steuern kannst, welche Ressourcen er ausspuckt. Jetzt über den T2 und auch über den T1 Extraktor macht es noch nicht allzu viel Sinn, weil die mehr oder weniger random sind. Das heißt, du hast zwar ey, jedes Mal, wenn ich Schwefel haben will, will ich in die Osmiummine. Warum? Ich kapier's nicht. Also, das ist... Das ist wirklich seltsam. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, also die Ressourcenausbeute ist halt einfach zu random, als dass der Autobauer mit dem T1 und T2 Extraktor sinnvoll zusammenarbeiten kann. So dass ich denke, dass der T3 wahrscheinlich die beste Wahl ist, um dann auch mit dem Autobauer sinnvoll nach vorne zu laufen. Er ist nichtsdestotrotz enorm gut, wenn man ihn zum Beispiel in die Basis baut, im Umkreis von Schränken. Jetzt hier zum Beispiel die Superlegierung, dass man ihm halt einfach sagt, hier mach mir mal Superlegierung. Weil du weißt selber, wie es ist. Willst du 12-mal Superlegierung haben, brauchst du von jedem 12-mal, dann ist dein Inventar einfach voll. Ja, ich bin gespannt. Also wenn es wirklich Fahrzeuge noch geben soll, dann müssen die ja auch erstmal gebaut werden. Na? Und da fangen ja bei mir sofort die Gedanken an. Also das total genial. Ohne Frage. Aber könnte halt auch, könnte interessant werden. Aber wenn es so ausgereift wird wie das gesamte Spiel, dann ohne Frage. Dann wird's gut. Also die Nahrungszüchter T2 sind aber auch wirklich mächtig, ja. Also was die hier raushauen, ist echt... Das geht hier wie ein Länderspiel. Ja. Also die Map noch größer. Du hast es ja jetzt gekauft, Lucky. Du hast es ja auch schon wahrscheinlich installiert und runtergeladen. Du wirst merken, dass die Map eigentlich schon ganz schön gewaltig ist. Ja, also zumindest für die Fähigkeiten, die wir momentan haben. Du musst mit Zwischenbasen arbeiten, um Sauerstoff zu generieren und. Musst relativ viel Versorgungstechnik mitnehmen, damit du nicht während der Reise platt gehst. Also es ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Das ist schon krass. Wenn die jetzt die Map noch größer machen, was einerseits total geil wäre, vor allem wenn ein Fahrzeug dabei ist, dann wird ja die Map auch wieder faktisch kleiner. Dann ist aber halt wirklich die Frage, ne? Also das könnte dann schon krass werden.
So, Frage. Wann haben wir eine Rakete, die unser Insekten... Ah ja, okay. Das dauert wohl noch einen Moment. Na gut. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nicht einfach noch eine zweite und vielleicht sogar noch eine dritte Schmetterlingskuppel anbaue. Um einfach die Insektenvermehrung noch zu vergrößern. Weil das geht mir eigentlich gerade noch ein Stück zu langsam. Ehrlich gesagt. Luftdruck, Wärme, Sauerstoff. Gut, da sind wir jetzt einfach in Sphären angekommen, wo die Zahlen halt einfach langsamer steigen müssen. Weil es halt einfach schon so unglaublich viel ist, was wir erzeugt haben. Aber hier sind wir noch im Tonnenbereich, was ja noch nicht so wirklich viel ist für einen Planeten an Biomasse. Was müssen wir denn bauen? Oder was brauchen wir denn? Eigentlich gar nicht so viel, ist überschaubar. Gut, Stufe 2 Dünger ist jetzt so ein Ding. Was brauchen wir denn für einen Stufe 2 Dünger? Einen normalen Dünger? Oh, da fängt es ja schon an. Puh. Das ist krass. Das ist mal ganz schön viel. Die Schmetterlingsfarm. Moment. Ich habe nur die Kuppel momentan. Die Schmetterlingsfarm ist, glaube ich, noch ein bisschen hin. Schmetterlingsfarm. Hier, bei 3,25 Kilotonnen. Das heißt, Kilotonnen wären ja pflanzentechnisch Kilotonne. Eine Kilotonne müsste 1000 Tonnen sein. Ist noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin. Vor allem was Pflanzentechnik anbelangt. Und Pflanzen könnte ich jetzt, also eigentlich ist jetzt, also gedanklich bin ich so weit, dass ich sage, ich probiere jetzt entweder die Biomasse über die Insekten nochmal ein bisschen zu pushen. Und was man zusätzlich machen könnte, was noch ein Gedanke wäre, dadurch, dass wir ja jetzt dadurch, dass wir jetzt den Pflanzenwachstum ja relativ stark haben, also der geht ja schon relativ gut nach oben, könnte man halt jetzt nochmal eine Pflanzenrakete oder zwei basteln. Und ich glaube, da werde ich jetzt einfach auch hingehen. Lürmersamen habe ich ja, glaube ich, ein oder zwei nochmal eingesammelt. Das sollte eigentlich passen, dass wir nochmal einfach zwei Pflanzenraketen hochschubsen. Muss ich jetzt bloß gerade gucken, was ich dafür brauche. Na komm her. Also Lümmersamen war klar. Baumrinde ist auch klar und Dünger ist auch klar. Ja, komm, dich nehmen wir mit. Gut, das heißt, Dünger kriegen wir hin. Dünger haben wir jetzt, denke ich mal, erstmal für so kleine Projekte nicht ganz so das Problemchen. Zweimal Dünger, das heißt viermal Auberginen. Zweimal Schwefel und sechsmal Algen. So. Zweimal Baumrinde. Ich glaube, wir haben sogar zwei Triebwerke schon da. So. Und einen. So, damit können wir jetzt zwei Raketen nach oben schieben. Und das heißt, wir haben dann die Pflanzenvermehrung um 1000% jeweils gesteigert. Was ja schon mal nicht schlecht ist.
ich denke mal, dann könnte das jetzt gerade, sagen wir mal, ein bisschen besser und schneller gehen. So, schieben wir die mal nach oben. Feuer frei. So, bauen wir einfach gleich noch eine zweite. Ja, hast du recht. Wobei, das Schwarzpulver ist ja in Methankartuschen gelagert. Die sind meines Wissens auch explosions- und feuerfest für gewöhnlich. So, wir machen jetzt 65.822,41 Gramm. Das heißt 6,65 Kilogramm pro Sekunde. Wenn ich jetzt noch eine Rakete hochschiebe, dann machen wir schon 82 Kilogramm pro Sekunde. Das ist schon krass. Ja, dann geht die Biomasse jetzt in jedem Fall auch ein bisschen flotter nach oben. Und vielleicht haben wir ja dann Glück, dass wir jetzt bald die Insektenverteilerrakete produzieren können. Aber das sehe ich noch nicht kommen. Also es wird noch dauern. Ja. Wobei wir jetzt neue Sachen hier bald unten bei den Insekten freischalten. Vor allem den einen Baumsamen, der ist schon mal interessant, aber der bringt halt auch nur Sauerstoffmultiplikator und nicht Pflanzen- oder Insektenmultiplikator. Leider. Ja. So, kurze Päuschen. Mir platzt gleich die Blase. Von daher machen wir mal ganz kurz einmal 2 Sekunden oder so, bis ich leer geschüttelt habe. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ja, jetzt gibt es noch einen Baumsamen Humelora. Ist ja schön. Der bringt uns nur gar nichts. Ja. Meine Frage. Was bringt uns denn der Streuer? Der bringt nur Sauerstoff und Pflanzen. Aber das Ding ist, wenn ich einen Bienenstock baue, bringt der 350 Pflanzen. Und wenn ich einen Baumsamenstreuer baue, bringt der 97 Pflanzen. Also verstehe ich irgendwie überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Zumal das Ding auf einer Wasseroberfläche produziert werden muss. Ist irgendwie schon ein bisschen crazy, ehrlich gesagt.
entschuldigt. Ja, finde ich auch. Also, ich meine, gut, was Bauen anbelangt, ich habe jetzt insgesamt 5 Fusionsgeneratoren. Wir können erstmal bauen, bis uns schwarz wird vor Augen, ohne dass uns die Energie ausgeht, was wir ja zum Ende der letzten Folge hatten. Easy. Ja, da mache ich mir wenig Gedanken, aber es frisst halt auch Ressourcen. Und wenn man zumindest so ein bisschen drüber nachdenkt, was mache ich jetzt eigentlich und wie treibe ich die Werte am sinnvollsten und am geilsten in die Höhe, dann würde ich natürlich eher in Richtung einem Bienenstock tendieren, als einen Baumsamenstreuer zu bauen. Weil die Ressourcen sind mehr oder minder fast dieselben. Ja. Hier habe ich noch eine Baumrinde mehr dazu. Und gut, für den Bienenstock muss ich halt ein Mutagen herstellen und nochmal zusätzlichen Dünger, um die Bienenlarve zu erforschen oder freizuschalten quasi in dem Inkubator. Aber dafür habe ich halt hier A, 350 Sekunden Pflanzen und 15 Insekten und hier habe ich einfach nur 97 Pflanzen und ein bisschen Sauerstoff. Bloß der Sauerstoff, ob ich jetzt nur 920 Sauerstoff pro Sekunde dazu gewinne oder nicht, macht in diesen Sphären hier oben, ja, ich meine, wir sehen ja 5280 Pascal sehe ich zumindest, also ich glaube, dass der Druck in Pascal gemessen wird, macht da keinen Unterschied mehr, ob da jetzt nur 1000 dazukommen oder nicht, das interessiert die Umwelt in feuchten Kehricht. So, und deswegen überlege ich halt, dass es eher dann sinnmachender wäre oder sinnbringender wäre, in Pflanzen und Insekten zu investieren, als in Pflanzen und Sauerstoff. Ja. Ja, also was heißt Pro-Gamer? Hat für mich nichts mit Pro-Gaming zu tun, sondern eher damit, dass ich halt einfach mich frage, was hat es für einen Sinn, einen Baumstreuer zu bauen, wenn der für mich keinen Sinn macht? Weißt du, wie ich meine? Oh. Also da sage ich mir dann halt auch, ja, fuck off, da gibt es halt keine Bäume auf der Welt. Die Säugetiere müssen dann halt auf dem Boden leben. Raubtiere gibt es eh noch keine aus der Luft. Da braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Dann sollen die halt Nager werden oder so. Ja. Ja. Also. Da sage ich mir dann, ey, wisst ihr, nur um jetzt hier noch ein paar mehr Bäume stehen zu haben. Ja. Ja. Genau. Der Weg ist das Ziel, sage ich ja immer in dem Fall. Und wie gesagt, nur um jetzt hier vielleicht am See noch irgendwo ein paar mehr Bäume stehen zu haben, ey. Also da kacke ich drauf, das ist mir dann in dem Fall auch egal. Ja. Blub, ich wollte das Wasser noch einsammeln. Zack. Na, dann kann man nämlich hier nochmal die Wasservorräte ein bisschen auffüllen.